herzlich willkommen zum Toni Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um eine Stirn EDC Taschenlampe Armitek Wizard C2. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. So wie vorher in der Einführung gesagt, es handelt sich um eine Armitek Wizard C2 LED-Taschenlampe. Die Taschenlampe wurde mir von der Firma Armitek zur Verfügung gestellt. Das, was ich euch jetzt gerade in diesem Video vorstelle, das sind jetzt quasi meine Erfahrungen mit dieser Taschenlampe. Der Grund, warum ich das gemacht habe, die Firma Armitek hat mich angefragt. Ich habe mich vorher informiert, Taschenlampe wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Armitek. Die Firma Armitek hat mir das so angeboten, ich soll einfach die Taschenlampe testen und wenn ich möchte, mache ich ein Video, ob es positiv oder negativ ist oder ich mache gar keinen. Das zweite, diese EDC-Taschenlampe oder Stirnlampe bietet 10 Jahre Garantie und das ist nicht wenig, das ist sehr viel. Und das dritte, ich habe mich ein bisschen informiert, bevor ich zugesagt habe, habe ich die Kommentare bei Amazon und in verschiedenen Forums gelesen für diese Taschenlampe. Ich muss sagen, ich habe diese Firma nicht gekannt, aber ich habe nur Positives dort gelesen. Deswegen werde ich euch jetzt ein paar Sachen zeigen. Ich zeige euch erstmal, was dabei ist. Armitek Wizard C2 Multiflashlicht. Ich mache es mal auf und dann könnt ihr sehen, was dabei ist. So, das hier ist dabei. Das hier ist die Gebrauchsanleitung. Die gibt es in 8 Sprachen, auch in Deutsch. So, und dann zeige ich euch jetzt kurz mal. Das hier ist dieses Stirnband mit Halterung. Hier sind 2 Ersatzdichtungen und die rostfreie Clip aus Metall. Dann haben wir das Ladekabel und wir holen jetzt mal, ihr habt die gerade gesehen, die ist magnetisch und holen uns mal jetzt die Taschenlampe. Ich lege das jetzt mal erstmal auf Seite. So, das hier ist die Taschenlampe. So sieht sie aus. Also die Taschenlampe hat 1200 Lumen, bis 108 Meter Reichweite hat sie, also maximal 1200 Lumen, bis 6,5 Monate kann sie leuchten, wenn sie vollgeladen ist in diesen Glühwürmchen-Modus, also quasi mit der schwächsten Einstellung. So, die leuchtet weiß, die gibt es auch in viele verschiedene Sorten. Die ist wieder aufladbar. Ich schalte es mal kurz aus. Und zwar, das funktioniert so. Ihr seht, ist magnetisch. Das zeige ich euch nachher, wie das wirklich funktioniert. Diese Taschenlampe bekommt 10 Jahre Herstellergarantie. So, das hier ist das Stirnband. Also es kommt schon quasi vormontiert. Man braucht es nur quasi jetzt drauf zu stecken. Was mir bei dieser Taschenlampe jetzt gefällt, die ist nicht zu schwer. Ich werde euch nachher die Daten erklären oder einblenden. Die kann man quasi jetzt hier einfach nur einklipsen. Man kann sie quasi so schon benutzen. Einfach einschalten, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder beim Joggen. Hier kann man sie drehen und dann kann man hier verschiedene Modis einstellen. So, man kann auch das hier nehmen und quasi nochmal zusätzlich sichern. Dann kann sie nicht mehr wegfliegen, wobei die hockt auch vorher schon ziemlich satt in diese Halterung. Also die hockt richtig schön fest in diese Halterung. Und man kann sie hier trotzdem noch drehen. Und natürlich, man kann das auch andersrum drehen, es kommt darauf an, ist man links oder rechtshänder.
Also das hier ist dabei und ich habe sie jetzt mal ein paar Tage getestet und ich muss sagen, ich war überrascht, positiv überrascht. Aber ich werde euch ein paar Sachen zeigen noch. Also quasi dieses Stirnband ist dabei, so, damit ihr das besser sehen könnt. Das hier ist dabei, diese Clip ist dabei. Und zwei Dichtungen sind noch dabei. So. Die sind dabei. Also Qualität von diesen Bändern ist sehr gut. Und ich muss sagen, das Ding ist auch angenehm zum Tragen. Also ich fahre sehr oft Fahrrad. Und ich habe sie jetzt mal paar Tage getestet. Die ist richtig gut, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr, keine Ahnung, also wenn ihr auf Feldweg fährt, ist das glaube ich kein Problem, mit was für Lichtstärke ihr fährt, weil ihr wisst ja, in Deutschland ist das vorgegeben, mit was für Licht man da fahren darf. Auf jeden Fall ist das Ding richtig gut. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist einfach diese Lichtstreubreite. Das werde ich euch mal zeigen abends, wie das aussieht. Also das ist im Winkel von 120 Grad, also geht es auseinander. Wie gesagt, die Reichweite, was sie strahlen kann, sind 108 Meter, also bis zu 108 Meter. Also wie gesagt, dieses Stirnband finde ich top. Diese Taschenlampe ist sehr, sehr innovativ. Ich werde euch nachher ein paar Sachen zeigen. So, dann zeige ich euch, wie das funktioniert mit dem Laden. Also man kann zum Beispiel eine Powerbank benutzen oder ein ganz normales Netzteil fürs Handy. Ich stecke das mal ein. Und man tut es einfach nur hier drauf. Wichtig, das wird jetzt nicht geladen, wenn es blinkt. Jetzt müsst ihr das nach links drehen. Ich zeige kurz so. Jetzt zeigt sie mir an, dass sie voll geladen ist. Würde sie jetzt geladen, würde sie hier rot leuchten. Also die ist voll geladen. Also ist quasi voll. Aber so funktioniert es. Also es ist wichtig, also wenn es zu ist, drauf, dann blinkt es. Wenn es orange blinkt, wenn es orange leuchtet, dann ist die Stromquelle zu schwach. Und quasi jetzt nach links drehen und jetzt zeigt sie mir an, dass sie voll geladen ist. Also so wird sie geladen. Was hier halt sehr einfach ist, ist einfach Einhandbedienung. Und zum Beispiel jetzt, wenn man Fahrrad fährt, ist das halt sehr gut wegen der Sicherheit. Man kann quasi sie hier einschalten und wenn sie eingeschaltet ist, man kann sich quasi hier drehen, einfach um 180 Grad drehen. Alles mit einer Hand und sehr einfach. Wie gesagt, mit diesen Gummisicherungen geht es etwas schwieriger wie ohne, aber so fliegt sie auch nicht raus, aber ich benutze sie immer mit der Sicherung. Also ich muss sagen, bei diesem Set ist diese Stirnband dabei, aus diesem sehr leichten Verbundkunststoff, also hochwertig verarbeitet, keine scharfen Kanten. Und so geht es um diese Taschenlampe komplett, also sehr, sehr gut verarbeitet. Jetzt zeige ich euch einfach, wie man den Clip einsetzen kann. Also man kann den sowohl so einstecken, so oder so. Es kommt darauf an, zum Beispiel jetzt, wenn man einfach hier drauf tut. So, und zum Beispiel jetzt, man hängt es einfach hier drauf. Man kann die Lampe einschalten und so laufen oder einfach vorne an die Taschenträger. Rausfliegen kann sie nicht durch diesen Clip hier, weil es hier verhängt ist. Fliegt sie nicht raus und kann nicht verloren gegangen. Also kann man sie nicht leicht verlieren. Wenn man zum Beispiel jetzt den Rucksack trägt, also man kann es einfach hier drauf tun. Einfach so drehen, wie das passen soll. So, einfach einschalten und dann kann man quasi laufen.
Und dann hat man einfach die Hände frei, wenn man sie nicht jetzt irgendwie als Stirnlampe tragen will. Man kann das natürlich auch um den Gürtel einfach einhängen, in die Hosentasche einhängen. Die ist ja richtig klein, aber hat richtig viel Power. Also muss ich sagen, das wird meine Lieblingstaschenlampe. Ich benutze sie jetzt sehr, sehr gern. Vor allem auch, die ist halt magnetisch. Dieses Zubehör, diese abnehmbare Clip aus nicht rostendem Edelstahl, quasi kann man in zwei verschiedene Varianten drauf tun. Einfach so oder so. Das finde ich sehr praktisch. Wie gesagt, man kann es zuverlässig benutzen. Diese Taschenlampe hat einen Magneten, der ist hier innen verbaut. Ich zeige, also hier kann man das leicht sehen. Die bleibt auch wirklich stehen. Durch ihre kompakte Größe kann man sie sehr weit einsetzen, zum Beispiel jetzt, wenn man am Kfz irgendwas macht, wenn man zu Hause irgendwas macht. Einfach da, wo es Metall ist, drauf, und dann kann man sie ganz normal benutzen. Einfach drehen, wie es passt, und die ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ich denke mal, ideale Größe. Was mir bei dieser Taschenlampe aufgefallen ist, ist einfach diese spezielle Mattierung. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und zwar spezielle Mattierung gefällt mir, und dann die sehr, sehr gut verarbeitet, ohne irgendwelche scharfe Kanten. Also hat sehr richtig schönen, zuverlässigen Halt zum Halten und zu bedienen. Dieses Knopfwischding richtig schön sanft. Man muss zwar drauf drücken, also man kann irgendwie aus Versehen sehr, sehr schwer daneben irgendwie drücken. Also das ist echt schön zum Drücken einfach. Man spürt es, man braucht ein bisschen Gegenkraft, und dann hat man dieses Feedback, okay, jetzt ist es an, weil bei manchen Lampen ist es ein bisschen anders. Der Kopfdurchmesser von dieser Lampe ist 33 mm, also die hat wirklich kompaktes und leichtes Gehäuse. Die Länge von der Lampe, also quasi von hier bis da, ist 112 mm. Das Gewicht ohne den Akku ist 64 Gramm, mit dem Akku 114 Gramm. Und das muss ich sagen, top. Ich kenne auch Taschenlampen von anderen Herstellern, die sind schwerer und deutlich, deutlich teurer. Also diese Lampe kann man wirklich in sehr, sehr viele Lagen nutzen, Sport, Jagd, also wirklich überall bei der Arbeit. Man hat wirklich viele verschiedene Möglichkeiten für die Anregung, für die Sportausrüstung. Überall kann man sie befestigen. Das finde ich echt sehr gut. Gehäuse besteht aus dem stabilen und leichten Flugzeugaluminium 6061-T6, erhöhte Bruchfestigkeit. Die hat auch verschiedene Modis, 6 Stück. Es sind mehrere Leuchtmodi für die komfortable Nutzung. Diese Armitec Wizard C2 zeigt euch auch den Ladezustand der Batterie. Und zwar, Diode blinkt 30 Sekunden nach dem Einschalten zweimal. Und das heißt, der Batteriezustand ist sehr niedrig quasi, dass ihr das nicht vergisst, wieder aufzuladen. Finde ich auch top. Zum Beispiel das, was mir richtig positiv aufgefallen ist, ist das weiche, breite Licht ohne diese scharf ausgeprägten Kegel. Also quasi, wenn man jetzt Fahrrad fährt, zum Beispiel ein bisschen schneller, dann ist der Winkel ca. 120 Grad breit. Also das Licht geht aber richtig breit und leuchtet wirklich viel aus. Also das seht ihr nachher abends, wenn ich euch das zeige. Also muss ich sagen, echt top, das hat mir richtig gut gefallen. Also dann sieht man links und rechts sehr weit. Und natürlich von nach vorne auch, also bis 108 Meter. Also das ist richtig, richtig gut gemacht. Diese Armitec Wizard C2 Taschenlampe ist auch programmierbar. Und was mir noch aufgefallen ist, und zwar, wenn ich schalte sie jetzt mal kurz ein,
zweite Stufe, dritte, vierte, fünfte. Und jetzt mache ich sie aus. Die bleibt quasi so gespeichert in dem letzten Mode, wo man sie benutzt hat. Jetzt schalte ich sie kurz ein. Jetzt ist sie quasi in diesem Mode 5. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ausschalte, lang drauf bleibe, dann geht sie in Mode 1. Man kann mit dieser Taschenlampe auch Sachen programmieren. Vielleicht nochmal kurz zu zeigen, Stufe 1 ist das da. Stufe 2 ist das da. Stufe 3 ist das hier. Stufe 4 ist das da. Stufe 5 ist das hier. Und jetzt, wenn wir auf hier einen Doppelklick machen, dann kommen wir in Turbo-Modus. Und das hier ist jetzt Turbo und es ist richtig heiß. Also man spürt die Wärme. Schalte es jetzt aus. So, jetzt tue ich sie komplett ausschalten, einfach drauf bleiben. Jetzt bin ich in der ersten Stufe. So. Jetzt werde ich euch kurz zeigen, wie man die Taschenlampe auch programmieren kann. So, jetzt werde ich euch den Timer zeigen, wie man ihn programmiert. Man geht folgenden vor, dreht hier ein Viertel Umdrehung, drückt hier drauf und bleibt drauf, dreht wieder zurück, lässt los. Jetzt hält man den Knopf hier für ca. 5 Sekunden, bis die Diode leuchtet, also blinkt. Jetzt fängt sie an gleich zu blinken, loslassen und den Knopf drücken, um die Betriebsdauer der Taschenlampe einzustellen. Also einmal. Jetzt hat sie das bestätigt. Wir lassen es einfach so. Und jetzt wird sie automatisch quasi in 2 Minuten von selber ausgehen. So funktioniert diese Timer. Ich finde diese Taschenlampe von Armitek Wizard C2, da gibt es ja verschiedene Modelle, könnt ihr auf der Homepage nachher anschauen. Ich finde die sehr innovativ, also muss ich sagen, also da gibt es Möglichkeiten bei anderen, bei der Pro und da gibt es wirklich sehr viele Taschenlampen von denen. Die sind sehr, sehr innovativ, man kann sie selber programmieren. Diese Taschenlampe von Armitek Wizard funktioniert sehr gut. Super verarbeitet und was mir aufgefallen ist einfach diese Mattierung, finde ich richtig gut gemacht. Also die ist rutschfest, die hockt richtig gut in der Hand, rutscht nicht, hat keine scharfen Kanten. Die Spalte sind super gemacht, also sehr, sehr hochwertig. Also ich muss sagen, sehr gut gemacht, Armitek. Dieser Autotimer, der wird bald nach 2 Minuten ausgehen. Ich lasse es jetzt nur kurz an, damit ihr das selber sehen könnt, wann die ausgeht. Also wie gesagt, die geht nach 2 Minuten aus. Und man muss quasi, wenn der Timer ausgeht, diese gespeicherte Modi kann man wieder zurücksetzen. Und das werde ich euch auch zeigen, wie man das macht. So, jetzt ist sie aus. Also quasi der Timer ist abgelaufen. Jetzt zeige ich euch kurz, wie man den Timer absetzen tut, also wieder zurücksetzen tut. Zur Dauerbetrieb wieder zurückzukehren, schrauben Sie den quasi diese hintere Abdeckung einfach wieder ein Viertel Umdrehung zurück. Drücken Sie den Knopf, lassen Sie ihn los und schrauben Sie diese Teil wieder zurück, jetzt schalten wir kurz ein und wir sind wieder da im normalen Modus, also quasi die ist wieder einsatzbereit. Also ich finde, das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, es gibt diesen Timer mit 2 Minuten, mit 5 Minuten und mit 10 Minuten. Finde ich sehr innovativ, also muss ich sagen, das hat mir echt gefallen. So, jetzt zeige ich euch kurz, was für Akku dort verbaut ist. Und zwar, das ist ein Standard-Akku, 11650 Ionen Lithium-Akku. Und zwar, den zeige ich euch kurz an. Zum Beispiel, was mir hier sehr gut aufgefallen ist, diese Verarbeitung von den Gewinde ist tadellos. Es ist mit Fett eingefettet. Hier sind, ich hoffe, man kann es erkennen, 2 Dichtungen drauf. Wasserschutz von dieser Taschenlampe. So, jetzt hole ich mal den Akku und zwar
Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es ist also steht drauf Armitek 1856 Leonen Akku 3200 mAh. Nicht geschützt, soweit ich das gesehen habe. Also die Taschenlampe hat Power. Wie gesagt, hier sind zwei Dichtungen. Gewinde ist sauber geschnitten und eingefettet. Hier ist innen drinnen quasi ein Magnet, der innen liegend ist. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, die Firma Armitek, diese ganzen Komponenten von dieser Taschenlampe, die kommen alle aus USA und Japan. Die Firma Armitek, glaube ich, ist eine Firma aus Kanada. Die Firma Armitek hat, tut die Lampe nur zusammenbauen, glaube ich, im Werk in China. Die haben ihr eigenes Werk dort. Wie gesagt, alle einzelnen Komponenten kommen aus USA und Japan. Also die legen da sehr großes Wert an Qualität und das kann man auch an der Lampe sehen. Ich muss sagen, natürlich, die kostet auch 85, 90 Euro. Müsst ihr, also ihr müsst quasi schauen im Shop, zu welchem Preis sie jetzt angeboten wird. Es ist nicht wenig Geld, aber ich muss sagen, zur Konkurrenz steht sie nichts nah. In manchen Sachen ist sie deutlich besser und vom Preis sowieso. Also ich muss sagen, diese Armitek Wizard C2 Lampe gefällt mir richtig gut. Jetzt nochmal was zum Aufladen. Diese Schnellmagnetaufladung mit diesem Zubehörteil, wo dabei war, das dauert quasi von 0 auf 100 in 3 Stunden und 20 Minuten war der Akku komplett aufgeladen. Was ich zum Beispiel auch manchmal mache, ich nehme einfach das Kabel, stecke in meinen Netzteil von meinem Handy. Was mir noch aufgefallen ist, und zwar, ich schalte jetzt mal kurz diesen Turbo-Modus ein. So, jetzt ist Turbo-Modus eingeschaltet. Die hat einen Überhitzungsschutz im Echtzeit, wo quasi gewährt. Also ich kann es hier anfassen, die ist ganz leicht warm und die geht nach einer gewissen Zeit automatisch wieder runter. Bei einer Temperatur nahe 58 Grad wird die Helligkeit verringert. Und das finde ich sehr gut gelöst. So, also quasi man ist da auch geschützt. Natürlich auch die Lampe und dass man sich an Händen nicht irgendwie verbrennen tut. Das haben die richtig gut gelöst. Dann kommen wir mal zu etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, und zwar diese Taschenlampe von Armitek Wizard C2. Hat sehr, wirklich sehr hohe Zuverlässigkeit. Sie hat den Standard IP68, vollständiger Schutz vor Wasser und Staub. Man kann sie quasi eintauchen in 10 Meter Tiefe bis zu 5 Stunden. Ich habe etwas probiert, natürlich nicht in 5 Meter Tiefe. Ich habe sie mal, keine Ahnung, 15, 20 Minuten mal im Baggersee reingeschmissen. Und es ist nichts passiert, also die funktioniert noch immer, ja, so wie ihr sehen könnt. Die wurde getestet quasi in der, also Fallhöhe von 10 Meter wurde sie quasi geschmissen. Und die hat trotzdem weiter funktioniert. Dann hat sie feuchtigkeitsbeständigen Magnetenanschluss, ist zwar das hier, also dass es also keinen Kurzschluss kommen kann. Das habe ich auch getestet und es funktioniert wirklich tadellos. Also muss ich sagen, echt sehr, sehr, sehr gut gelöst. Wenn ihr auf der Homepage vom Armitek drauf seid, zum Beispiel, es gibt auch Möglichkeiten, also es gibt Zubehör, Ladegeräte, zum Kaufen quasi, was man benutzen kann, Akkus, also sehr vieles Zubehör. Was noch vielleicht wichtig ist, für, wenn jemand, keine Ahnung, Baufirmen hat, es gibt auch Möglichkeit, eine Helmmontage vorzunehmen, und zwar optional verfügbar Halterung der Baureihe AHM für industrielle Arbeiten und Alpinismus. Das könnt ihr nachher quasi auf der Homepage von Armitek nochmal kurz durchlesen. Ich zeige euch nochmal hier ein paar Sachen, was es für verschiedene Lampen gibt. Also ich muss sagen, Armitek hat sehr, sehr große Auswahl. Ich werde euch nachher den Link von Armitek und von mir getestete Lampe im Infobereich unter dem Video einsetzen.
So, jetzt kommen die Gründe, warum ich mich entschieden habe, diese Taschenlampe zu testen. Wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt. Armitec hat mich angeschrieben. Dann habe ich gefragt, ja, was die von mir erwarten. Die haben einfach nur gesagt, wir schicken Ihnen eine Taschenlampe. Sie testen sie, wenn sie sie gefallen hat, schreiben Sie einfach ein Kommentar oder wenn Sie möchten, machen Sie ein Video. Auch wenn sie nicht gefallen hat, können Sie das Gleiche machen. Einfach meine Meinung dazu geben. Und das war für mich sehr positiv. Und dann habe ich gesehen, dass diese Taschenlampe von Armitec, Wizard C2, hat uneingeschränkte Garantie, volle 10 Jahre. Näheres dazu könnt ihr auf der Homepage von Armitec Wizard C2 nachlesen. Und das, denke ich mal, ist ein guter Argumentverkauf von dieser Taschenlampe, weil ich denke mal, die würden keine 10 Jahre Garantie geben. Natürlich geben sie nicht auf 10 Jahre, also die 10 Jahre Garantie gilt nicht für Batterie oder für diesen Schalter. Könnt ihr genau nachlesen auf der Homepage vom Armitec. Aber wenn sie 10 Jahre geben, dann müssen sie sich wahrscheinlich selber sicher sein, ist Armitec, dass diese Taschenlampe wirklich lange hält. Und bei Kommentaren bei Amazon in verschiedenen Forums, wo ich mich vorher informiert habe, habe ich gesehen, dass diese Leute, also es gibt sehr viele Leute, die haben diese Taschenlampen schon jahrelang, Vorgängermodelle, und sind zufrieden. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich werde sie jetzt mal testen. Ich habe sie jetzt wirklich ausgiebig getestet und ich muss sagen, also ich kann sie wirklich, wirklich empfehlen. Nicht jetzt aus dem Grund, weil mir Armitec diese Taschenlampe zur Verfügung gestellt hat, sondern weil ich sie wirklich, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe zwei, drei andere Taschenlampen von anderen Herstellern, wo gut sind, aber nicht so innovativ gemacht sind. Und vor allem, was mir gefallen hat, dieses Zubehör, was dabei war, ist echt gut. Und ich muss sagen, bei anderen Lampen, zum Beispiel dieses Wizard C2 Pro, da ist nochmal anderes Zubehör dabei. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber es ist echt gut gelöst und gut gemacht. Also man kann sie wirklich für den Alltag einsetzen. Fahrradfahren, beim Arbeiten, beim Sport, beim Jagen. Also für sehr viele Sachen, muss ich sagen, top gemacht. Gefällt mir gut. Und die Verarbeitung, die Spaltmaße sind top verarbeitet. Wie gesagt, diese Firma Armitec legt großen Wert auf Qualität. So, jetzt ein kleines Fazit von mir. Also ich muss sagen, diese Taschenlampe teste ich jetzt seit circa eine Woche. Ich habe sie jetzt jeden Tag getestet. Mir ist nichts Negatives aufgefallen. Die Verarbeitung ist echt gut. Fühlt sich sehr, sehr edel an. Diese Mattierung ist hier gut gemacht, gut gelöst. Und die ist trotzdem nicht so schwer. Also wie gesagt, die wiegt mit dem Akku 116 Gramm. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht ist die zu schwer für diesen Stirnband. Aber nein, mit diesem Stirnband funktioniert sie sehr, sehr gut. Und also ich kann sie wirklich weiterempfehlen. Ich bin mit der Taschenlampe sehr zufrieden. Ich war überrascht. Erstes Mal Verarbeitung top, 10 Jahre Garantie. Die ist wasserfest, IP68, also bis 10 Meter, bis 5 Stunden. Ich habe sie, ihr werdet es nachher im Video sehen, wie ich sie getestet habe. Das ist gut, die ist programmierbar. Vom Maß her nicht zu klein, nicht zu groß. Die passt in die Hosentasche überall rein. Und der Akku ist auch, denke ich mal, für die Größe top. Sehr gut. Und diese Zubehör, wo dabei ist, finde ich auch sehr gut. Und vielleicht die drei wichtigsten Argumente sind einfach für mich jetzt 10 Jahre Garantie, sehr gute Verarbeitung und viele, also die Möglichkeit, sie anderweitig einzusetzen, ist für mich sehr, sehr gut. Also quasi dieses Zubehör, wo dabei ist, ist echt empfehlenswert. Und zwar, man kann sie wirklich überall einsetzen, für Sport, für Privat, für wie gesagt, also die ist überall einsetzbar. Ich kann sie weiterempfehlen für alle meine Abonnenten. In den Infobereich wird ein Code TonyGear15 drinnen stehen und ihr bekommt bei Armitec 15% Rabatt.
Entweder für diese Taschenlampe oder für alle anderen. Müsst ihr ausprobieren. Also auf jeden Fall, es wird 15% Rabattcode geben. Den werde ich nachher in den Infobereich reinschreiben. Ich werde euch diese Taschenlampe verlinken. Ich werde euch den Shop von Armitech verlinken. Und wie gesagt, ich kann sie weiterempfehlen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich sie umsonst bekommen habe zum Testen, sondern weil sie wirklich qualitativ sehr gut ist und sehr innovativ. Das hat mir richtig gut gefallen. Schaut einfach in dem Shop vorbei, vielleicht gefällt euch was. Wenn ja, dann könnt ihr den Code benutzen, könnt ihr euch 15% sparen. Schreibt bitte in Kommentare eure Meinungen. Wenn jemand diese Taschenlampe hat, einfach reinschreiben, wie zufrieden er mit der Taschenlampe ist. Ich wünsche euch. Das hier ist Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Und Turbo.